Meine Bewerbung, das war ganz schnell alles. Also ich habe am Tag davor Bescheid gekriegt, dass am nächsten Tag das Assessment Center stattfindet. Habe mich dann noch darauf vorbereitet. Am nächsten Tag war dann ein einziges Assessment Center für alle Trainees. Es gab noch ein Interview danach und innerhalb von 2 Wochen war das eigentlich komplett abgeschlossen. Das Bewerbungsgespräch war sehr angenehm, muss ich sagen. Ich habe das gehabt mit einer Dame aus der Personalabteilung und meiner zukünftigen Laborleiterin. Eine Woche später bin ich dann auf einen Schnuppertag eingeladen worden. Da habe ich dann die ganze Mannschaft kennengelernt. In meinem Bewerbungsprozess durfte ich ein Assessment Center durchlaufen, das mir die Möglichkeit gegeben hat, viele Dinge über mich selbst zu erfahren, aber auch im Vorfeld schon das Unternehmen sehr gut kennenzulernen, bevor man denn hier startet. Ich habe mich einerseits natürlich informiert auf der Unternehmenshomepage über was Octapharma produziert, wann das Unternehmen gegründet worden ist. Für das Assessment Center selbst gab es dann Aufgabenstellungen, die vorzubereiten waren. Um bei uns in der Qualitätskontrolle einen Job zu bekommen, sollte man hauptsächlich ein Teamplayer sein und sehr genau seine Arbeiten durchführen und sich an Normen und Richtlinien halten können. Wenn man sich bei der Firma Octapharma bewirbt, ist es am besten, authentisch zu bleiben, gut vorbereitet zu kommen, Interesse am Unternehmen und auch an der Position zu zeigen. Es ist auch sehr interessant oder wichtig, dass eine gewisse Neugierde existiert, sowie auch eine Affinität zur Arbeit mit Menschen. Ein Tipp von mir, wenn man sich bei der Octapharma bewirbt, es gibt einen YouTube-Channel, da kann man sich ziemlich viel über die Firma anschauen. Für das Bewerbungsgespräch an sich selber oder generell für die Bewerbung ist, glaube ich, am allerbesten, wenn man einfach man selbst ist und sich nicht irgendwie in irgendeiner Richtung verbiegt. Mir persönlich ist es ganz wichtig, auf jeden Fall, dass man authentisch ist und sich selbst treu bleibt, auch im Bewerbungsgespräch. Octapharma Wien ist der größte Standort des Unternehmens und wir decken hier in Wien von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Verpackung und Versand in 118 Länder alle Bereiche ab. Und somit suchen wir ein sehr breites Spektrum an Mitarbeiterprofilen, da wir sehr viele Positionen, sehr viele unterschiedliche Aufgabengebiete abzudecken haben.